Es geht um das gesprochene Wort, es geht um Lyrik, es geht um Texte, es geht aber vor allem um den Thüringer Nachwuchs. Das muss nicht immer nur, das müssen nicht nur die Jungen sein, wir haben auch ein paar in unserem Alter, aber anfangen darf man immer. Und den Anfang heute wollen wir machen mit dem Dario Lukas Helbing. Was macht man da so? Nicht jeder ist hier studierter Mediziner. Ja, was macht man denn so? Beispielsweise haben wir direkt angefangen, in der ersten Woche eine Leiche zu präparieren. Also, so weiß man das. Normal, manche Menschen bezeichnen es als Leichenschänderei, wir bezeichnen es als Forschung. Dario, Liebe heißt Leben und Leben heißt Lieben. Fehlt das eine, ist das andere ebenfalls nicht vorhanden. Drum hör doch mal auf, kompliziert zu sein und lebe oder liebe nun. Ansonsten wirst du nie glücklich werden. Die junge Dame war letztes Jahr auch schon hier bei uns auf der Bühne. Ich begrüße Luisa Klopfleisch. Meine Gedanken machen einen Ausflug auf den Rummel, setzen sich aufs Karussell und drehen ein paar Runden. Drehen immer schneller, impulsiver, vergessen alles um sie herum, vergessen auszusteigen und drehen sich. Drehen, 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 ohne Ende. Mein Kopf ist der Jahrmann, alles dreht sich um dich. Meine Familie hat mir vorgeschlagen, ich soll doch bitte einen Namen dafür finden und ganz viel Geld damit machen. Diese Familie würde ich mir warm halten. Auf jeden Fall. Wunderbar. Wir kommen zu einem nächsten uns bekannten Gesicht. Ich freue mich sehr, und Sie sicherlich auch, auf René Sachse. Ich fühle mich sehr jung hier in diesen Reihen. Vielen Dank. Aus dem Sein betrachtet, aus dem smaragdgrün-bläulichen, zwittrig-silbernen Dunkel des Seins heraus betrachtet, ist ein starker, schwer zu sättigender Hunger. Klar, nun dürfen Sie erwidern, das wäre doch auch ein Sein. Ja, nein, vielleicht, aber dies ist ein ewig währender Hunger. Dann füttern Sie mal etwas, das gar nicht da ist, sondern nur im Wandelgang schnörkelnd der Metamorphosen zu sein scheint. Und begrüße mit einem kräftigen Applaus Ronny Ritze. Erzähl doch mal, was ist eine, Jan, weißt du, was eine Liebesschaukel ist? Ja, Jan, weißt du das? Naja, Jan weiß es auch nicht. Na, wenn das dein Ding ist, zieh's durch, erklärt Robert. Marc zerknotete ein Zeltstofftaschentuch in der Hosentasche. Jessie hat gesagt, ihre Eltern wären ganz locker drauf. Sie wollten sogar von ihr wissen, was mein Lieblingsessen ist. Ich habe auf die Schnelle gesagt, Pommes und Berner Würstchen. Robert schnippte die Kippe auf den Bürgersteig. Wenigstens läuft bei dir alles korrekt, schniefte er und sah so grau aus wie sein Wohnblock in Erfurt. Wir freuen uns und begrüßen mit einem freudigen Applaus Fabian Agedor. Wer bist du sonst? Ja, verschiedene Leute. Zum Beispiel? Könige, Verliebte, Tote, also allerhand. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Metzger mit seinem Rind. Er hat das Beil wohl im Arm und schwingt es sicher in den Darm. Mein Rind, was bürgst du so bang dein Gesicht? Ach Metzger, ich bin ein Rind doch nicht, ich bin ein Pferd und jetzt dabei. Bringst du mich in die Metzgerei? Mein liebes Tier, du musst beachten, ein Pferd ist doch nicht da zum Schlachten. Warum ist euch das eine Qual? Im Grunde habt ihr keine Wahl. Wollt ihr Rinder essen? Nee, die haben alle BSE. Ein Hühnchen mit einer frischen Schrippe? Viel Spaß mit der Vogelgrippe. Wir kommen jetzt zu einer jungen, und zwar zu unserer zweiten jungen Dame heute, zu Alexandra Kubal. Die zittrigen Hände sammeln zitternd Zitterpappelblätter von den Feldern. Ob die Zitterpappelblätter zu Zitterpappeln werden, wenn man sie vergisst, mit zittrigen Händen aufzusammeln? Ob sie wie Samen, die ausgestreut wurden, von Fragen über das Leben aufgehen und eine schöne Blume werden? Oder eine Erdbeerpflanze? Pappelallelen säumen den Weg zur Klarheit. So, wir kommen zu unserem letzten Gast. Ich freue mich sehr auf Andreas Buzier. 9.15 Uhr. Mir hatte ein Vogel auf die Schulter geseiert. War wohl doch kein kalter Schauer. Dafür ist Vogelseierei auf der Schulter genauso schlimm wie eine schwarze Katze oder die Katzenberger. Alles Vorzeichen für den Weltuntergang. Oder wenigstens dafür, dass ich auf dem falschen Weg bin. 10 Uhr. Ich fühle mich topfit. 10.01 Uhr. Mein rechter Fuß ist angeschwollen und ich habe mir an der Schulter eine offene Wunde gescheuert. Ich glaube, ich sterbe. Wir sagen vielen Dank an Sie, liebes Publikum, fürs Kommen zur heutigen Spätlese, Late Night.
sagen vielen Dank an Jan, sagen lieben Dank an die Schotte, die uns wieder mal hier heute gastieren hat lassen. Und wir sagen vielen Dank an die Herbstlese, die uns wieder unterstützt hat. Wir sind ja unterm Dach sozusagen. Das sind Ihre Autoren. Einen herzlichen Applaus. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.